Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Devil May Cry 5. In der letzten Folge hatten wir ja etwas die Galerie angeschaut und sehr viel von der Story nachgeholt und alles durchgelesen und jetzt geht es wieder direkt in den Kampf. Wir sind bei Mission 5, die da heißt Teufelsschwert Spada. Schauen wir mal. Bin auch gespannt, mit wem wir kämpfen werden. Die Dämonen unter der Kontrolle von Vi machen dem großen Dämon kurzen Prozess, der sich als Parasit von den Wurzeln der Skyfoth ernährt. Das hatten wir letztes Mal schon durchgelesen. Ja genau, wir sind vor diesem großen Ungetüm abgehauen und landeten jetzt hier unter der Erde. Let's go find a game of cards. These Glyphod roots, they're everywhere. Well, we are underground. Then I guess we have some clearing up to do. And me without my gardening shears. Dann lass uns jäten. Missionsstart. Los geht es. Now to find an exit. Oh, das ist aber schön, schön, dass er auf diesem Tierchen da skaten kann. Jetzt. So, einer noch, wenn ich das richtig gesehen habe. Da bekommt er meinen Stock in die Brust. Okay, kann ich hier noch irgendetwas einsammeln? Nein. Jetzt geht mal hier entlang. Die müssen wir kaputt machen. I need you. Okay. Ich schaue erstmal hier hinten. Hier ist anscheinend nichts. Oh. Von wo kam ich denn jetzt? Weiß es nicht. Oh, und da ist etwas. Meins. Und hier ist nichts weiter. Geht es hier hoch? Nein. Okay. Also anscheinend bin ich ja hier richtig jetzt gewatschelt. Ich dachte eben schon, ich hätte mich verlaufen. Oh. Was ist denn das für einer? War das ein Ärmchen von diesem großen Tierchen, was da oben entlang lief, vor dem wir bei der Intro-Sequenz abgehauen sind? Ich glaube fast, ja. Wo muss ich denn hin? Da hinten ist rotes Zeugs, das will ich haben. Und das hier oben auch. Jupp. Yeah.
Ding, es greift mich schon wieder an. Wo ist er hin? Ich wollte dem Tierchen eben den Gnadenstoß geben und dann war er weg. Ich glaube, hier ist noch einer irgendwo. Ach da. Ah, Flieger. Ein Doppel-S. Schön. Gut, war hier noch etwas? Oben vielleicht? Nein. Das ist nur eine Lampe. Ich dachte, das kann ich einsammeln. Da hinten ist etwas. Da will ich hin. So, und ich hatte eben einen Tipp gelesen. Genau, der Große kann ja so Zeugs kaputt machen. Gab es auch immer ein Achievement? So, und das sind ja die, die so viel aushalten und immer abhauen. Bleibst du hier? Meins? Und selbst den haben wir geschafft. Sehr, sehr schön. Da oben ist lauter Zeugs zum Einsammeln. Erst einmal... War hier nicht auch noch einiges? Sag mal, hol ich mir jenes hier. Tja, wo muss ich denn jetzt hin am besten? Ich will alles einsammeln, aber hier vorne ist Zeugs und da hinten ist auch Zeugs. Na, mach's kaputt. Einmal hier hochgewatschelt. Hier ist da bestimmt noch mehr, oder? Hier ist etwas. Was ist das? Ah! Den nehmen wir mit. Alle Dämonen töten, ohne einen Treffer zu erleiden. Sollte mit Wii schaffbar sein. Kommt darauf an, wie klein das Areal ist. Eieieiei. Nein! Da kam die Sense. Okay, das ist recht kompliziert sogar. Nee, ich will nicht nochmal. Das lassen wir mal. So, wir müssen hier entlang, glaube ich. Okay, und ich habe eben gesehen, wenn ich hier mit meinem Skateboard, wie auch immer wir das nennen wollen, also wir gleiten ja auf dem Panther letztendlich, wenn ich hier entlang gleite, na, mache ich alles kaputt, was man so einsammeln könnte. Eieieiei. Was kaputt?
here now. Crush him. Na gut. Ist hier noch höher? Nein. Oder doch? Sieht eigentlich so aus. Anscheinend doch nicht. Schau, muss ich hier entlang oder zurück oder... Boah, ich habe keine Ahnung. Und da unten gibt es etwas zum Einsammeln. Da drüben gibt es auch Zeugs zum Einsammeln. Und dort auch. Das will ich mir holen. Wie komme ich denn da hin? Hier entlang? Ja. Aha. Eine blaue Kugel. Da geht es nicht lang. Ja, auch nicht. Nanu? Ach, ich kam vorhin von hier oben, ja. Genau. Dann müssen wir nochmal zurück. Ich will das Zeugs haben. Oh ja, wo ist es denn? Ah, hier drinnen. Nanu? Hier hoch vielleicht? Nee, hier war ich ja schon. Schwimmen wir mal hier hin. Wie komme ich denn da rüber? So offensichtlich nicht. Komm ich hier irgendwie hoch? Nein. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rüber komme. Hier vielleicht? Nein. Da geht es auch nicht lang. Da komme ich nicht hoch, nein. So, und hier war ich ja eben. Und ich will da rein. Irgendwie. Nein. Verdammte Axt. Ja, vielleicht kommen wir da noch hin, wenn ich hier weiter laufe. Ich weiß es nicht. Oh, das ist aber ein großer. Eine große Schabe. Der frisst jetzt nicht meine kleinen... Oh, die wollte ich doch kaputt machen. Wohl bekommt's. Empusa Queen, Königin der Dämonen. Dämonen was? Na dann, drauf da. Ja, dreht sich gleich um. Hier den Gnadenstoß. Okay. Ist das der Bereich, wo ich hin wollte? Kam ich von da oben? Ja. Ja, da konnte ich eben lange probieren. Ich muss mal das hier noch einsammeln. Geht's hier wieder durch? Na, sieht nicht so aus. Ist hier etwas? Ich will doch nichts verpassen. Gleichzeitig bin ich mir sicher, dass ich schon richtig viel verpasst habe.
Das will ich haben. Eine violette Kugel. Oh, das ist schon wieder so einer. Mach ihn mal kaputt. Wo ist er hin? Kommt er nochmal wieder? Ach herrje. Gut, dass wir schweben können. Schweben wir erstmal hier rüber. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Jenes noch. Das hält ein bisschen mehr aus, da brauche ich Hilfe. Und da geht es ins Erdreich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß mal noch hier. Na, da geht es nicht hoch, okay. Was ist in dem Loch? Ich weiß nicht, ob ich das wissen möchte. Aber hier geht es anscheinend eh nicht weiter. Und geht's da hoch? Nein, nicht wirklich. Dann ab ins Loch. Ja, geht auch nirgendwo anders lang. Das sind wieder Gegnerchen. Ja. Da ist er weg. Ah, da ist noch einer. Ah, schon wieder so eine Königin. So, und dann ist nur noch die Königin übrig. Wow. Na, die hält einiges aus. Holen wir mal die Bibel raus. Ach nein, Shakespeare war es ja immer, was er liest. Einmal in den Kopf ist gestochen. Und ist die Königin Geschichte. So, alles einsammeln. Alles meins. Und dann geleiten wir mal hier weiter. Links, geradeaus. Ich habe keine Ahnung. Ah ja, hier ist nichts weiter. Aber da sind Gegner. Böse, böse Buben. Noch einer. Noch einer. So. Hat er noch mehr? Ja. Okay. Ah, das ist wieder einer, der so viel aushält. Haut mal kräftig da drauf. Sehr schön. Und dann hier hochgeschlittert. Finally outside. Look at that, a fall.
So, wo sind wir denn hier? Ist auf jeden Fall Zeugs zum Einsammeln. Eine Telefonzelle. Komme ich hier hoch? Nein. Dann gehen wir mal weiter. Ist das nicht der Bereich, wo wir als Nero gegen den Goliath gekämpft haben? Malthus. Of course. More trouble. Not sure about that one, though. Never seen it before. Not in the underworld, anyway! Search for the devil's sword, Sparta. You know where it is. He told me to leave it be. But I'm afraid it still concerns me. As long as there is a blood descendant of Sparta, I cannot take any chances. Do you understand? Find it and destroy it. Ist aber verstörend, die drei Gesichter da oben. Kommt er angaloppiert? Okay. Elder Gerion Knight. I see. I know what you are. Don't worry. I'll be gentle. Okay. Na dann rauf da. Nehmen wir den Großen da mit dazu. Upsi. Na, hol doch mal dein Büchlein raus. Jetzt. Es nervt ein bisschen, dass das immer so lange dauert. Upsi, ich sammle mal das Dingens da ein. Habe ich jetzt wieder volle DT-Anzeige gehabt und konnte den Dicken da heraufbeschwören. Autsch! Ja, nun hol doch mal dein Buch raus. Ich drücke die ganze Zeit auf den linken Trigger und es passiert nichts. Jetzt. Upsala. Ich glaube, da ist einer gestorben, meine Dämonen. Nicht so toll. Sind sie wieder da? Oh, jetzt. Schnell Gnadenstoß. In den Hals des Hottehüs. Was denn, rennt der weg? I'm fine. I must chase him. If the devil sword Sparta still exists, it may very well be our only hope. Think about this for a minute now. What will you do if you find him? You gotta be strong in mind and body to wield the Sparta, and you, sir, are not. Hate to break it to you, but the Sparta will just be too much for you. For me, yes.
But what if the boy, Nero? Das heißt, wir suchen das Schwert und geben es Nero. Klingt gut. Daraus könnte man garantiert ein Ärmchen bauen. Let's go. Da wartet sie schon. Once we are near the Sparta, even I should be able to sense its presence. Warum ist er denn so außer Atem? Der hat doch gar nichts gemacht, außer in seinem Büchlein gelesen. Komisch. So, damit hätten wir das geschafft. Dann gehen wir mal in die Galerie. Schau mal, was es Neues zu lesen gibt. Charaktere garantiert keine neuen. Ne? Aber neue Gegner wird es geben, genau, die Empusa Queen. Ich habe es doch gewusst, wo es Arbeiterameisen gibt, da gibt es auch eine Königin. Diese fette Dame hat die nötige Rüstung, um so einiges einzustecken und die Werkzeuge dazu auch kräftig auszuteilen. Und wenn sie wütend ist sie nicht zimperlich. Sie würde ihre eigenen Dämonenkumpanen niedermetzeln, nur um an dich heranzukommen. Wenn das noch nicht reicht, wird sie zum Berserker, wenn sie genug Blut saugt. Pass auf, wenn ihr Körper rot wird, das ist für dich das Signal zum Abhauen. Okay. Ist hier noch mehr? Nein. Da noch ein Boss, genau. Der Elder Geryon Knight. Geryon, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Geryon wird in einigen der ältesten Texte über Dämonologie als Equus Demonicus aufgelistet. Das heißt auf Deutsch Pferdedämon. Kommst du noch mit, mein Schatz? Diese Art von Dämonen gibt es in allen Formen und Größen, aber eins haben sie alle gemeinsam, die Macht, die Zeit zu manipulieren. Außerdem sind sie stolz, das ist kein Pferd, auf das man einfach aufspringt, um herumzureiten. Wenn Vi die Wahrheit sagt, ist es daher wirklich beeindruckend, dass dieser Ritter es geschafft hat, auf diesem Geryon zu reiten. Ah, okay, das heißt, das Pferd heißt Geryon. Achso, und das ist halt der Ritter auf dem Geryon. Und zwar der ältere Ritter. Sehr, sehr fein. Mehr gibt es hier nichts. Waffen wahrscheinlich auch nicht. Wir haben ja keine neuen Objekte, haben hier nichts Neues. Aktionen, ja, das ist irrelevant. Tutorials interessieren auch nicht. Sehr schön. Damit hätten wir die 5. Mission abgeschlossen. Als nächstes kommt die Mission Stahlwirkung. Ich habe noch keine Ahnung, ob wir mit Vi oder mit Nero kämpfen werden. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von Devil May Cry in Zukunft sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.